Also vor allem, man hat hier Zeit für den Patienten. Das ist das, was in, denke ich, in Deutschland und in der Schweiz je länger, je mehr fehlt. Weil ich habe gestaunt, wie viel meine Zahnärztin, wie viel Zeit und Geduld sie aufgebracht hat, dass alles passt. Und sie hat das sich mehr als 20, 30 Mal das Zeug rausgenommen, wieder reingetan. Und das war, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich hatte zuvor schon etwas Bedenken, weil es war ziemlich viel zu machen. Ja, mit den Zahnimplantaten, das geht Knochenaufbau und so. Aber ich hatte auch nie Schmerzen. Auch jetzt, es gibt in der dritten Phase nicht. Ich habe mir Schmerztabletten mitgegeben. Ich habe nicht eine gebraucht, nicht eine. Nicht so lange zu warten. Es lohnt sich, man kann viel Geld sparen, wenn man vorzeitig oder lieber einmal zu viel zum Zahnarzt zu gehen, als aufschieben und dann plötzlich explodiert es. Kann was explodieren. Ich habe auch zu danken. Ich habe sehr zu danken. Das ist wirklich, ich habe hier so professionelle Arbeit geleistet.